Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Jahresempfang 2023 der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg. So ein Jahresempfang, das ist ja kein Termin wie jeder andere im Jahresverlauf einer Industrie- und Handelskammer. Der soll eine Außenwirkung entfachen, nach außen zu zeigen, was will die IHK, was möchte sie, was für Ziele hat sie, was treibt sie um, was hat sie schon umgesetzt. Ich finde aber auch, es ist immer ein Termin, um sich nach innen eine Wirkung zu erzielen, sich zu vergewissern, das wollen wir zusammen und machen uns gegenseitig wieder vielleicht auch Mut für Zeiten, die nicht immer ganz gut sind. Eigentlich müsste man alle 50.000 Mitglieder der IHK Gießen-Friedberg auszeichnen. Denn die sind es ja, die sozusagen die Institution IHK tragen. Ich habe einfach auch im Unternehmen mitbekommen, wie groß die Freude war über den Preis. Weil wir können viel entscheiden in der Geschäftsleitung. Wenn uns Mitarbeiter das nicht tagtäglich leben, wird es ja für jede Strategie schwer irgendwann. Und wenn wir auch in Zukunft innovativ sein wollen, stark sein wollen, dann brauchen wir wieder mehr Freiräume für unternehmerisches Handeln. Ich habe zum Beispiel über die IHK und die SBW-Stiftung ein Weiterbildungsstipendium bekommen und das war für mich nach meiner Ausbildung auch so ein bisschen so ein Hauptgewinn.